Peace, Peace. Ja, heute mal mit kaputten Pullover. Macht doch nichts. Ich ziehe einen Pullover eigentlich nur an, wenn ich zu Hause bin oder ich notdürftig was zum Anziehen brauche. Ja, heute gibt es einiges zu besprechen. Es kann auch sein, dass ich immer wieder auf Pause drücken muss, weil ich entweder was trinken möchte. Und ja, seid's nicht böse, aber das Video wird auf jeden Fall gut werden. Ja, insbesondere möchte ich noch dem ehemaligen Gesundheitsminister alles Gute für seine Zukunft wünschen und dem neuen Gesundheitsminister, den wir haben, möchte ich herzlich willkommen wünschen. Und ich hoffe, dass der neue Gesundheitsminister sich nicht überarbeitet wie der ehemalige Gesundheitsminister. Nur so am Rande erwähnt. Aber ich finde es wirklich sehr komisch. Die Familienministerin ist zurückgetreten wegen einem Plagiatsvorwurf. Da hat man dann aus dem Hut einen neuen Mann, einen neuen Menschen gezaubert, also einen Mann. Und ja, Gesundheitsminister Alt ist gegangen, weil er sich überarbeitet hat und ihm gesundheitlich nicht gut geht. Aber trotzdem des Weges alles Gute. Ja, und jetzt müssen wir insbesondere über Wien, Niederösterreich und auch Burgenland sprechen, weil ich krieg, wie gesagt, schon Magenschmerzen, wenn man ein Bundesland aus der Verlängerung raushält und die anderen zwei Bundesländer ziehen einfach mit. Ja, und heute habe ich gelesen, die Zahlen sind ein wenig gesunken. Ja, dann ist es schön, dann könnt ihr auch die Woche schon aufsperren und nicht bis 2. Mai warten. Weil es ist einfach nur eine Quälerei der Menschen und die Wirtschaft wird dadurch auch nicht gerettet, wenn man wegen jeder Pandemie auf Willkürlichkeit zusperrt. Klar ist auch, dass die Menschen aufeinander Acht geben sollten. Und insbesondere möchte ich ja vorher auch noch auf etwas hinweisen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Jugendliche ab 14 sich auch an diese Maßnahme einfügen, weil es ist nicht toll, dass die Erwachsenen sich daran halten und die Jugendlichen ab 14 führen sich so auf, als ob man nie eine Pandemie gehabt hätte, nur nebenbei erwähnt. Ja, und wo ich ziemlich verärgert bin, ist Burgenland, das kann ich ja offen und ehrlich sagen, Burgenland sperrt demnächst wieder alles auf, während Niederösterreich und Wien nur durch die Finger schauen. Und das darf eigentlich auch nicht so sein. Und ich finde es auch nicht gut, dass man Burgenland zum Handkuss bittet. Und ja, viele Leute sind ein bisschen erbost, weil ich nicht dessen Meinung bin, aber das kann mir gestohlen bleiben. Wenn die Menschen etwas haben, dann oder etwas nicht passt, dann sollen sie es nicht lesen, weil das gibt es ja eigentlich nicht. Wisst ihr, was eigentlich am besten wäre? Am besten ist, wenn für die Erwachsenen dann der Lockdown zu Ende ist, dass man dann die 14-Jährigen auch, ich weiß nicht, für 3, 4 Wochen in den Lockdown schickt, damit sie endlich wissen, wirklich, damit sie endlich mal wissen, was Lockdown heißt.
weil das darf nicht wahr sein. Ich habe eigentlich sonst kein Problem, ehrlich gesagt. Aber ich finde es gerade nicht passend, wenn sich alle Kinder von verschiedenen Bauten sich an einem Spielplatz treffen. So werden die Infektionszahlen nicht niedriger. Das weiß doch, glaube ich, auch jeder Vater und jede Mutter. Es gibt da, wie gesagt, nichts Sinnvolleres zu diskutieren, weil, ja, wir Erwachsenen, wir halten uns an Gesetze. Jugendliche, die machen nur Blödsinn. Die schieben immer schwere Bänke dorthin. Und das ist nicht in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich kann die Jugend eigentlich zum Teil verstehen, dass die Pandemie langweilig ist, aber trotzdem muss man sich dessen einfügen. Weil stellt euch jetzt vor, die Polizei würde im Hof kontrollieren ab 20 Uhr oder sogar um 18 Uhr. Und es sind viele Kinder nebeneinander. Ihr wisst nicht, was dann los ist. Die Eltern kriegen dann solche Bündeln an Strafe gestellt. Das wird ein teurer Spaß, kann ich nur sagen. Deswegen mein Appell, liebe Eltern, ich weiß, ich soll mich nicht in Erziehung einmischen, aber wenn es um die Pandemie geht und um unser Leben, dann müssen wir schon etwas sagen, wirklich. Weil ich habe auch nicht als Kind, wenn irgendwo was gefährlich war, draußen herumspielen dürfen. Da war meine Mutter ordentlich streng und mein Vater, meine Väter waren natürlich auch super streng. Weil ich kann es mir nicht erlauben, sich wie in einer Psychiatrie aufzuführen oder in einer Irrenanstalt. Ganz ehrlich. Und das Thema habe ich ja auch schon mit anderen Leuten 100-mal diskutiert. Aber das bringt sich bei denen nichts, da ist Hopfen und Malz echt verloren gegangen. Und ich bin eigentlich auf niemanden böse, aber ihr wisst ja, es ärgert mich immer wieder, wenn wir Erwachsenen neiches Gesetz vorgeschrieben bekommen, dass die sich dran halten müssen und Jugendliche ausgenommen, sowas geht nicht. Gesetze gelten für alle und nicht nur für Erwachsene. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es eigentlich gut, dass Kinder miteinander spielen, aber nicht in der Pandemiezeit. Vielleicht sollte man den Schülern und Schülerinnen mal eine Hausaufgabe geben, wie verhalte ich mich in der Pandemie? Weil das wäre ein interessantes Fach, muss ich ehrlich sagen. Und in der Pandemie, ich weiß, wie ich mich verhalte. Wenn jetzt verordnet wird der harte Lockdown, wo ich von 0 bis 24 Uhr nicht raus darf, und wenn da die zusätzlichen Ausgenommen draufsteht, dann einkaufen, Behördenwege, Banken, Spaziergang alleine, da ist die Maßnahme ausgenommen, aber sich jetzt mit anderen treffen, das ist in der Pandemie nicht erlaubt. Da kann man sogar notgedrungen, und das ist kein Scherz jetzt, da kann man notgedrungen, wenn man erwischt wird von der Polizei, zwischen 500 und 5000 Euro Strafe zahlen oder man geht ins Gefängnis für das, was du nicht bezahlen kannst. Ja, es tut mir leid, es ist aber so und ja. Und man muss jetzt Prioritäten setzen, weil anders lernen es die Jugend nicht. Ja, jetzt stellt euch vor,
Ich wäre jetzt, weiß ich nicht, 50 oder 40 und hätte eine 19-jährige Tochter. Also ich hätte sie so erzogen, dass ich sage, mein liebes Kind, wir haben Pandemie. Wir gehen zwar eine Runde spazieren, aber spielen ist nicht. Die hätte es verstanden natürlich, weil man muss nur die Kinder gut erziehen und dann schafft man alles. Ja, und zu diesem Öffnungsthema möchte ich noch zurückkommen. Ich finde es eine Schweinerei. Da macht ein Bundesland nicht mit und zwei Bundesländer wie Wien und Niederösterreich sind bis 2. Mai wie Geiseln in Gefangenschaft. Kein Medienmarkt, keine Elektrogeschäfte, nada, madre nada. Nur Click and Collect finde ich gut, aber man hat auch noch vergessen, es gibt Leute, die haben kein Online-Banking. Und das sind, glaube ich, mindestens 40% davon. Und mir wäre es eigentlich lieber, dass ich den Markt anrufe und dann sage, ich hätte gern diese Ware und dessen Ware. Ich gehe einfach mit Maske, Abstand hin, bezahle mit der Karte und basta. Weil ich lasse mich von der Regierung definitiv nicht pflanzen. Und ja, ich möchte hinweg auch noch sagen, ich bin nicht der, der die Pandemieregeln verstoßt. Ich bin eigentlich der, dem es eigentlich, der eigentlich die Schnauze von dem Ganzen voll hat, ehrlich. Du kannst ja von einem Menschen nicht erwarten, dass man hupfen tut wie Prinzessin auf einer Erbse und das. Ich weiß, viele Menschen ärgern sich heute darüber, aber ich muss euch wirklich ehrlich darauf sagen, wäre ich Bürgermeister oder Bundeskanzler oder Vizekanzler oder Bundespräsident, mir wäre sowas nicht in den Sinn eingefallen. Wenn hätte ich gesagt, entweder ihr sperrt alle auf oder gar keiner, weil dieses blöde Hickhack geht mir schon auf die Nerven. Und dann noch groß schreiben, Wiener und Wienerinnen ist untersagt, nach Burgenland zu fahren, um einkaufen zu gehen. Es hackt ein bisschen. Dieses Ganze würde ich beim Namen nennen. Das heißt, treten Sie zurück, legen Sie alle Ämter nieder, damit können Sie keinen Schaden mehr anrichten. Es sind eh zwei Leute zurückgetreten. Verstehe nicht, warum die ganze Regierung nicht abgetreten ist, weil so etwas ist nur Menschenquälerei. Und das sollte man sich definitiv nicht gefallen lassen. Und ja, ich appelliere wirklich auf die Eltern, passt auf eure Kinder bitte auf, weil das, was ihr da macht, ist der größte Fehler des Lebens. Und ja, ich werde demnächst irgendwann einmal Sorge tragen, dass diese Bänke mit Schrauben fixiert werden, weil das kann nicht wahr sein, dass man hier Bänke verschiebt. Und ja, ich bin zwar kein Menschenhasser und so, aber wie gesagt, es ärgert mich, warum eigentlich Jugendliche nur Dummheiten machen und die Erwachsenen erdulden das, weil das verstehe ich nicht.
Und nein, ich habe mit niemandem Probleme, das kann ich euch auch schon sagen. Ich habe nur damit ein Problem, dass die Jugendlichen sich so aufführen wie in der Irrenanstalt und das erdulde ich beim besten Willen nicht. Und man muss jetzt wirklich einmal, man muss jetzt wirklich einmal etwas dagegen tun. Ich will hier keine Menschen verjagen oder schlecht machen oder das Ganze. Aber es ist nicht Sinn und Zweck, dass man jetzt hier Bänke verschiebt. Und außerdem ist eine Bank sehr schwer. Wie schaffen die das bitte? Und da muss man sich wirklich etwas einfallen lassen. Weil es kann nicht sein, dass man auf Spielplätzen die Sitzbänke verschiebt. Die Sitzbänke haben auch eine richtige Anordnung und da gehören sie auch hin. Und es ist einfach nur eine Frechheit, was sich die Jugend alles erlaubt. Also wenn ich bei meiner Mutter früher mich so aufgeführt hätte wie jetzt die Jugend, mehr hätte ich nicht gebraucht. Meine Mutter hätte mich sogar eingesperrt für eine Woche. Hätte ich nur was zu essen kriegt und hätte auch nicht am Spielplatz dürfen. Also, ja. Ja, ich bin eigentlich kein schlechter Mensch, das muss ich auch ehrlich noch sagen. Aber ich will einfach nicht, dass sich die Menschen hier so aufführen, als ob dieser Hof oder dieser Platz denen eigen gehört. Und ja, mehr möchte ich, wie gesagt, dazu nicht sagen. Und eines fällt mir noch ein. Am Montag, wie ich war, habe ich nach 3 Stunden ein rotes Auge gehabt und ja, ich werde mich dieser Teststrategie entziehen, weil so etwas ist nicht gerade für mich sinnvoll. Auch wenn man jetzt keifen will. Du weißt. Sag ich, m-m. Müssen, tät ich einmal nüssen. Müssen, nüssen, füssen. Einfach ist das. Und ja, ich werde mir irgendwann einmal was geben lassen. Aber bitte nicht dieses geschissene, beschissene Stäbchen da. Weil das, ja, es hat sich angefühlt, als ob man mir mit dem kleinen Finger in die Nasenhöhle wollte. Und deswegen ab Montag das hier. Ihr könnt mich mit diesem Nasenabstrich, ihr wisst eh schon, ich sage es lieber nicht. Ihr könnt mich gern haben damit, weil ich möchte nicht darunter leiden. Und ich sage jetzt mal Dankeschön. Es hat mich wie immer sehr gefreut. Und ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Macht es auf jeden Fall gut.